Hallo, ich bin Dirk Krümerk und wir haben uns hier ein bisschen in den Schatten zurückgezogen, um die heutige Zuschauerfrage zu beantworten. Hallo Dirk, bis zu welcher Temperatur darf man Hunde im Auto lassen? Ja, bei dieser Temperatur natürlich eine wichtige Frage, aber es zählt gar nicht so sehr, wie warm ist es draußen. Das Problem ist nämlich ein geschlossenes Auto, also wo die Fenster hoch sind oder auch nur ein Spalt offen sind und die Kofferraumklappe zu ist, heizt sich das Auto sehr viel stärker auf, als eigentlich die Außentemperatur ist. Also es kann sein, dass wenn Sie bei 20 Grad in der Sonne stehen, dass in dem Auto auch über 30 Grad wären. Und da fängt es dann an, für den Hund schwierig zu werden. Weil die normale Körpertemperatur des Hundes sind so 38,5 Grad. Und wenn das heißer wird im Auto, dann kriegt der Hund ein Problem. Ja, und dann kann er nämlich kollabieren. Und das heißt, Sie können nicht erst bis es draußen 40 Grad ist, Rücksicht auf den Hund nehmen, sondern Sie müssen eben diese Sonneneinstrahlung, die auf dem normalen Parkplatz natürlich vorhanden ist, berücksichtigen und sollten Ihren Hund also nicht in praller Sonne im Auto zurücklassen. Was ich dann eben mache, mal abgesehen davon, eben die Fenster einen Spalt auf, das hilft aber nur bedingt. Also wenn er so heiß ist wie jetzt, ja, so um die 30 Grad, dann bringt das auch nichts mehr, dann kocht der Hund hier drin. Wenn man aber trotzdem mal irgendwo in die Kaufhalle muss, kein Schatten da ist, lasse ich Zeus immer die Klappe offen, sodass also wenigstens noch ein bisschen Außenluft zirkulieren kann. Und ja, im Extremfall, also bevor er zusammenbricht, könnte der sich dann auch unter das Auto verkriechen, muss man sich natürlich darauf verlassen können, dass der Hund auch sich am Auto bleibt und nicht einen Spaziergang über den Parkplatz macht. Aber ganz gefährliche Sache. Wer eine Klimaanlage drin hat, da sieht die Sache schon anders aus, aber man müsste dann natürlich den Motor laufen lassen. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute das so gut finden, aber dem Hund würde das auf jeden Fall helfen. Ja, muss man nur aufpassen, dass der Temperaturschock nicht zu groß ist, nicht dass der Hund sich eine Erkältung holt wegen der Klimaanlage, ja, weil er drin so schrecklich friert. Okay, also ganz großes Ausrufezeichen, Vorsicht, 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 den Hund nicht in der prallen Sonne im parkenden Auto zurücklassen, das kann echt gefährlich werden für den Hund. Bis morgen.